Liebe Freunde von Ort und Wort, unsere Serie zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland in Kooperation mit dem Kulturzentrum der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern geht heute mit einem Romanspaziergang zu Ende. Leon Feuchtwangers Münchenroman Erfolg, 3 Jahre Geschichte einer Provinz von 1930, spielt in den 3 Schicksalsjahren 1921 bis 1924. In dem Schlüsselroman sind hinter vielen Figuren ihre Vorbilder erkennbar, so neben Feuchtwanger selbst und seiner Frau Martha auch Bertolt Brecht, Karl Valentin und Adolf Hitler. Umrahmt von einem Justizskandal und Kunstdiskussionen steuert die Handlung auf den Putschversuch der Nationalsozialisten Anfang November 1923 an der Feldherrnhalle zu. Was von Feuchtwanger als krasse Satire gedacht war, wurde nach der Machtübernahme Hitlers Anfang 1933 von der Realität weit übertroffen. Wir sehen hier das Haus Georgenstraße 24, wo Leon Feuchtwanger mit seiner Frau Martha im 3. Stock von 1917 bis 1925 gewohnt hat. Der promovierte Germanist war in dieser Zeit als Dramatiker an den Münchner Kammerspielen, damals noch in der Augustenstraße 89, so erfolgreich, dass sich der junge Bert Brecht aus Augsburg an ihn wandte, als er sein Debüt vorbereitete. Die daraus entstandene Zusammenarbeit bestärkte Feuchtwanger 1925 in dem Entschluss, aus dem präfaschistischen München in die Weltstadt Berlin zu ziehen. Dort schrieb er zwischen 1927 und 1930 den Roman Erfolg. Die 2 Bände der Erstausgabe, gestaltet von Georg Salter, erschienen in einer Startauflage von 40.000 Exemplaren. Der Titel Erfolg ist eine Farce. In den 5 Büchern des Romans haben alle einen sehr fragwürdigen Erfolg. Die Idealisten werden verurteilt, die Realisten reißen sich die Posten unter den Nagel und die Terroristen scheitern am Umsturz. Über allem aber thront die bayerische Lebensart. Held des Romans ist das Land Altbayern mit seinem Zentrum der Stadt München, die bekannt ist für ein lautes, ungeniertes Leben im Fleisch und im Gemüt. Ihr Wahlspruch war: Bauen, brauen, sauen. Das klingt noch lustig, doch das Lachen vergeht einem schnell. In dieser Atmosphäre nach dem Ersten Weltkrieg, als alle Werte ideell und materiell zerbrechen, gerät der Kunsthistoriker und Museumsdirektor Dr. Krüger in die Mühlen eines absurden Meineidsprozesses und stirbt, nachdem vieles für seine Rehabilitierung getan wurde, kurz vor der Amnestie in seiner Zelle. Die Inflation reißt altgewohnte Sicherheiten mit sich fort. Der Justizminister hält sich selbst für das Gesetz. Der junge Autoingenieur Kaspar Pröckel alias Bert Brecht singt zum Banjo Balladen wie die vom Elternmörder Apfelböck und wird sofort entlassen. Der Komiker Balthasar Hirl alias Karl Valentin unterhält sein Volk und der rechtsradikale Rupert Kutzner, der Führer der sogenannten wahrhaft Deutschen mit Zügen Adolf Hitlers, stachelt seine Anhänger, angeleitet von einem alten Münchner Hofschauspieler im Zeichen des Hakenkreuzes in Brauhaussälen und im Zirkus Krone, in stundenlangen Reden
zum Aufruhr an. Vom Haus Georgenstraße 24, wo Leon Feuchtwanger diese Zeit erlebt hat, gehen wir los zur Leopoldstraße und treffen dort auf den Kommerzienrat Paul Heßreiter aus der Schwabinger Seestraße, einen der Geschworenen im Prozess Krüger auf dem Weg zum Justizpalast am Stachus. Er geht die breite Pappelallee der Leopoldstraße entlang, zwischen Vorgärten und friedlichen Häusern, lässt die blitzblauen Wagen der Straßenbahn fröhlich an sich vorbeiklingeln und schaut an den Haltestellen nach den Beinen der aufsteigenden Frauen, die die Mode der Zeit bis hoch hinauf freigibt. Am Siegestor, über sich die Bavaria mit ihrer Löwenquadriga, das mächtige Sinnbild des kleinen Landes, wechselt Herr Heßreiter in die Ludwigstraße. An der Universität beobachtet er auf der einen Seite vor dem Georgianum die Theologiestudenten mit groben, stillen, bäurischen Köpfen und gegenüber vor dem Hauptgebäude die weltlichen Studenten, die durch hastig, lustloses Studium in die Justiz oder in die Staatsverwaltung hineinzuschlüpfen versuchten. Weiter geht es zur Bayerischen Staatsbibliothek mit den vier steinernen Figuren von Männern altgriechischen Gepräges mit nackten Oberkörpern vor dem Haupteingang. Der Kommerzienrat hat zwar mal gewusst, wen sie darstellen, aber heute weiß er es nicht mehr, will sich aber nächstens einmal wieder danach erkundigen. Wir können ihm dabei ein wenig behilflich sein. Es handelt sich, frei nach Karl Valentin, um die vier, drei heiligen Könige, den Historiker Thukydides, den Dichter Homer, den Philosophen Aristoteles und den Mediziner Hippokrates. Ist doch ganz einfach. Dann gelangt Herr Heßreiter auf den Odeonsplatz vor der Feldherrnhalle. Er weiß, dass sie eine Nachbildung der Florentiner Loggia dei Lanzi ist, errichtet den beiden größten bayerischen Feldherren Tilly und Wrede, von denen der eine kein Bayer, der andere kein Feldherr war. Das Bonmot stimmt aber so nicht ganz. Graf Tilly, Heerführer im Dreißigjährigen Krieg, stammte zwar aus Brabant, war also kein Bayer, aber Fürst Wrede war ein bayerischer Generalfeldmarschall in den Befreiungskriegen gegen Napoleon. Ganz schief liegt Herr Heßreiter aber bei der Annahme, das schöne Bauwerk der Feldherrnhalle habe der Architekt Gärtner mit sicherem Takt als Abschluss der Ludwigstraße hingesetzt. Das ist barer Unsinn, denn die Ludwigstraße endet nicht an der Feldherrnhalle, sondern sie beginnt dort. Hier stand einst das Schwabinger Tor, hier begann die Schwabinger Landstraße, aber wenn man als Kommerzienrat aus Schwabing nach Süden geht, dann verwechselt man eben leicht Anfang und Ende des Weges. An der Feldherrnhalle scheiterte am 9. November 1923 der Putschversuch der Nationalsozialisten. Im fünften und letzten Buch des Romans sind gleich mehrere Kapitel der Entstehung und dem Verlauf dieser Aktion gewidmet. Das Geschehen erlebt der Altmöbelhändler Cajetan Lechner hautnah. Er ist in dem ansehnlichen Zug der wahrhaft Deutschen dabei, der vom Kapuzinerbräu, gemeint ist der einstige Bürgerbräukeller am Gasteig, der Innenstadt zustrebt, Zweibrückenstraße, Theatinerstraße,
Marienplatz, Peruserstraße, zur Residenz, zur Feldherrnhalle. Dort aber hält bayerische Landespolizei die Umstürzler auf. Es wird geschossen, es gibt Tote und Verletzte. Die Zeitgeschichte wird für die rechten Terroristen am Anfang und am Ende zum Misserfolg. Das fragwürdige Mahnmal, das sie später dort errichteten, wurde 1945 auf die Straße gestürzt. Herr Heßreiter geht schon vorher in der Inflation unter. Sein Haus und sein Hausrat werden versteigert. Er landet in der Armut. Als der Roman 1930 erschien, gehörte Thomas Mann zu seinen ersten Lesern. In seinem Gruß zum 70. Geburtstag Feuchtwangers, dem Exilkollegen in Los Angeles, wohnhaft in der Villa Aurora, die heute zusammen mit dem Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades zum Dialog für Demokratie und Freiheit einlädt, erinnert sich Thomas Mann 1954 in der Schweiz, wie er vor mehr als 20 Jahren in München mit hellem Vergnügen Feuchtwangers großen satirischen Roman Erfolg gelesen habe. Erheiterndes Labsal für jeden, der litt unter dem, was schauderhaft um sich griff, der politischen Viecherei, die heillos heraufkam. Erstaunliches Beispiel dafür, wie komische Kunst über das Gemeine zu trösten vermag, wo sie doch weiß, und man selber es weiß, dass sie es nur aufzeigen und köstlich bloßstellen, seinen Sieg aber nicht aufhalten kann. Das aber sei gerade die Größe von Leon Feuchtwangers Roman, zu wissen, dass das, was da auf einen zukommt, einen vernichten kann, gewiss. Aber der Autor müsse das Buch schreiben, sagt Thomas Mann. Er muss es. Es ist da ein Auftrag des Geistes, der keine Selbstschonung duldet und alle Furcht niederhält. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen in diesen Tagen Kraft und Zuversicht. Auf Wiedersehen.